Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep im Voucher mit unserem Alderle. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg, meine Lieben. Ich muss natürlich immer schauen, wie viel Offscreen-Zeit habe ich denn, bevor ich wieder aufnehmen muss. Ich konnte aber ein bisschen Material besorgen. Ich habe auch noch ein bisschen was eingesammelt, was auf Crasher Island so von uns zusammengetragen worden ist die letzte Zeit. Es sind ein paar Bricks dabei, ein paar Tools, ein paar Baumstümpfe habe ich dabei. Ich möchte heute mit euch das Floß ausbauen, also neue Regale aufs Floß. Mindestens 1, 2, 3, 4 Stück. So, wir sind jetzt auch gleich wieder zu Hause. Die Werte sind soweit in Ordnung. Dann können wir uns heute mal darum kümmern, vielleicht auch noch die Brickmaschine aufzubauen. So, meine Lieben, jetzt gucken wir, dass wir schön anlegen. Ist das nicht geil? Weißt du, mit jedem Mal, wenn man auf die Insel zurückkommt, sieht es doch schöner aus. Stück für Stück wächst das gute Stück. Irgendwann kommen wir hier hin, dann ist das Türmle da vorne fertig am Lager und so weiter. Blitzt es jetzt gerade? Nee, ne? Nicht schon wieder Scheißwetter, bitte. So, wenn ich jetzt hier ganz schräg reingruschle, das Segel reinmache. Jetzt müssen wir normalerweise hier anstoßen und uns gerade ziehen, ne? Alterle. Klappt es? Nee, klappt nicht so, wie es mir vorgestellt hat, aber fast. Fast, meine Lieben. So, ein paar Kisten habe ich auch leer gelassen. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, jetzt alles zu besorgen, aber jede Menge Zeug haben wir besorgt. Pass mal auf, ich ziehe das einfach jetzt hier so rüber. Ja, dann noch ein bisschen weiter rein, hier ran und dann kann ich doch einfach bämseln. Ja, weißt du, dann kann ich hier Kerzen gerade laufen. Das ist wie eine das ist wie eine Verlängerung von unserem Anleger. Gehen wir natürlich durchs Haus. Gehen wir natürlich durchs Haus. Ich muss nochmal gucken. Die ersten Tools haben wir nämlich gestern gebaut, ne? Wir haben sie gebaut. Hier. Wir können Leder machen und wir können Cloth herstellen. Geile Geschichte. Die Kartoffel habe ich übrigens auch gefunden. Die ist hier. Die setzen wir jetzt auch gleich zusammen. Das wird die erste Aktion. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 1.56 Uhr. Ich würde sagen, wir machen die Nacht jetzt durch, dass wir nicht in die Mittagssonne kommen, sonst muss ich uns nur wieder teure Aloe Vera verbraten. Ich möchte jetzt die Kartoffeln mit euch da reinsetzen. Das Beet haben wir gestern schon gebaut. Plan. Zack. Haben wir gebaut. Und dann hatte ich hier tatsächlich auch so ein Stöfchen. Lass uns mal kurz den wegbringen, den Schwimmer. Den habe ich ja auch mitgenommen, den konnte ich da nicht liegen lassen. La, da, di, na, 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 na. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch eine leere Kiste irgendwo ist. Nee. Nee. Der Wirsing hätte ich fast gesagt. Der Wilson. Unser Wilson, den müssen wir auch noch rausholen. Ich hole den Wilson raus. Die Steine hätten wir zusammen machen können schon längst, ne? Hier ist ein Platz. Dann packt den da rein, wenn es geht. So. Und so. Und weißt du was? Die gehört hier auch nicht rein. Da hast du oben extra eine Blumenkiste. Hier ist nochmal ein Platz. Für zum Beispiel die Messer. Und dann kann ich jetzt die da auffüllen normalerweise, ne? Und das würde ich jetzt folgendermaßen machen, indem ich eine drop. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann hole ich gleich nochmal drei andere. 1, 2, 3. Ich weiß nämlich nicht, ob die übereinander snappen, die vollen und die leeren. Ob das so ist wie bei den Taucherflaschen. Müssen wir jetzt gleich mal rausfinden. Ne, das ist falsch. So. 1, 2, 3, 4. So. Die hat viermal Wasser. Wenn ich die jetzt nehme, snappt sie oben drüber, ne? Das ist blöd, finde ich. Normal müsste die volle Wasserflasche ein anderes Item sein wie eine leere Wasserflasche, oder? So, wir werden natürlich auch irgendwann einen Motor bauen, ne? Wenn wir jetzt hier in die Kartoffelproduktion einsteigen, daraus können wir ja Benzin gewinnen später. Werden wir natürlich dann auch machen, ne? So. Jetzt, siehst du, jetzt geht's los. Deswegen hat es auch schon mal nicht geklappt. Ich habe es nämlich schon mal probiert und da ging es nicht. Da war dann die leere Flasche über der vollen gelegen. Hier gehört noch ein Licht installiert. 1, 2, 3, 4. Habe ich hier keine Dinger gepfiffen? Doch, siehst du? Aber das sind die falschen. Das sind nicht die, die ich jetzt hier brauche eigentlich. Ne? Nachgewachsen sind sie auch noch nicht. Ich probiere es natürlich jedes Mal aufs Neue. Nur um festzustellen, dass es nicht geht. Wir können natürlich auch so eine noch pflanzen. Lass uns mal demnächst so ein kleines Ding aufsetzen. So einen kleineren Plot. Hier haben wir die Pipi-Blumen. Die habe ich nämlich gerade eben hier gehabt. 1, 2, 3. Das ist schon geil, jetzt wie sich das langsam, aber sicher so ergibt, dass wir alles da haben werden. Ne? Mal kurz hier durchgeguckt. Jawohl, ja. Achso, du wolltest das Wasser jetzt verbrauchen hier. 2, 3 und einen Schluck für der Alterle. So muss es sein. So, die kannst du hier liegen lassen. Also, hier ist Wasser dran, hier ist Wasser dran. Die Kartoffeln haben wir eingesetzt. Super Geschichte. Seid ihr überhaupt da? Ihr seid da, ne? Jetzt pass auf.
Jetzt pass auf, wir brauchen von diesen Planken und ich habe auch noch welche auf der Insel gefunden. Ich glaube 2 oder 3 Stück. Und hier haben wir auch noch welche. 1, 2, 3, 4. Und jetzt hauen wir aber erstmal die Kisten hier an den Strand. Okay, die hat es nicht geschafft, aber ist ja egal. Jetzt gucken wir mal durch. Alles, was Planken ist. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Das sind so viele Sachen noch drüben, ne? Ich habe jetzt, also die Insel war schon ziemlich voll mit Loot. So, ein paar von den Kisten auf dem Floß tragen auch noch Loot in sich, wie sich's anhört. Jetzt brauche ich einen Hammer. Den habe ich vorhin rausgeräumt. Der war jetzt hier nicht dabei gerade, oder? Ne, der muss dann auf dem Floß sein. Geh mal rüber. Weiß noch jemand, wo die Taschenlampen sind? Wo sind die Taschenlampen hin? Hier liegt eine, die nehme ich mir schon mal. Bamsle. Und auf geht's. Schön. Das macht so Laune. Das macht so Laune, oder? Hm, die Plankenmaschine. Da kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal was raus. Also Priorisierung, Floß ausbauen und dann gehen wir langsam hier die Brickmaschine aufbauen und dann kommen die Lagerflächen fürs Lager und dann räumen wir natürlich auch ein. Ne? Jetzt will ich aber erstmal gucken. Ist das geil, wie ich hier runterlaufen kann? Hier habe ich noch 3 drin, hier noch 3 und hier. Und hier ist leer gewesen, hier ist leer gewesen und hier ist leer gewesen. Ich musste abbrechen, ne? Da war der Hammer. Nimm beide mit. Hier unten sind Bricks, da kümmern wir uns später drum. Nochmal eine Pipi-Blume, die geht natürlicherweise mit. Die sind leer, hier habe ich noch sowas drin und hier nochmal Brickle. Jetzt pass auf. Großer Moment. Ein großer Moment in einem kleinen Leben. Vehicles war falsch, du musst auf Crafting, dann musst du hier rüber. Hier rüber. Container Shelf. Ich wollte nochmal ganz kurz gucken, wenn ich Container Shelf baue. 3. Waren es 3 Stück? Ja, 3 Planken brauchst du hier. So, und hier will ich die nächste hinsetzen. Bams. Ich kann noch 2 Stück können wir bauen. Dann bauen wir die nächste hier drüben hin, dass es symmetrisch bleibt. Wieso schlägt es hier immer wieder um? Container Shelf. Okay, musst du rüberlaufen. Da will das scheinbar so. So, hier muss eine hin. Bam. Jetzt können wir schon 3, 6, 9, 12, 15, 18 Kisten bewegen. Und hier hatte ich ja gesagt, möchte ich uns auch noch welche hinbauen, ne? Ja, das lohnt sich. Crafting, Container Shelf. Genau hier soll noch einer rein. Weil ich kann ja hier hin laufen, weißt du? Wie viele Planken fehlen mir denn jetzt noch, um einmal das Glück zu probieren? Noch eine Planke. Gönnen wir uns. Bamsle. Wir haben eine Plankenmaschine. Okay, wenn der Wellengang zu hoch ist, dann passiert es natürlich hier. Guck dir das an. Und das ist noch nicht fertig, ne? Das ist nur der Anfang, meine Lieben. Mal gespannt, wenn das Spiel aussteigt. Ich schätze mal, wenn wir so mit 20 Bändern rumfahren, den ganzen Loot, wenn es berechnen muss beim Fahren, dann wird es irgendwann sagen, nö, ist gut jetzt. So war es nie gedacht. Schöne Geschichte. Ja, ich fühle mich wohl hier zu Hause. So, bei euch tut sich ja noch nichts, oder? Da tut sich ja noch nichts. Brauchst du nicht ständig hinlaufen. So, schnapp dir mal deinen Strunk. Ups. Dann haben wir gestern festgestellt mit C. Blank Shelf. Du könntest doch direkt ein Regalwand draus formen. Nee, oder? So, ich glaube, es wird langsam hell, meine Lieben. Werte sind super. Keine Vergiftung. Alles gut. Der Sonnenaufgang begrüßt uns hier. Geile Geschichte. Wir bauen aber das Ding kurz hin. So. Und zwar genau hier rein muss noch eins. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Da ist der Kollege wieder. Was ist denn das für einer? Wo ist er denn vor allem? Das ist die Frage. Das ist vielmehr die Frage, wo ist er? Das war auf jeden Fall kein Katzenhai. Dafür war er nimmerle zu groß, ne? Ins Floß zittert. Da. Ist das der Weiße, Leute? Ist der Weiße wahrscheinlich. Ist doch schön, dann haben wir sowas vor Ort hier. Dann können wir uns natürlich um den auch irgendwann kümmern, ne? Wir haben ja gesagt, alle Haifische einmal. Und dann steige ich auf Kartoffeln um. Auf Kartoffelbrei. So, Dele. Läuft. Oh, die Pipi-Blume bringe ich noch kurz weg. Ja, jetzt müssen wir natürlich damit leben, dass ich heute ein bisschen gruschel. Ich habe Zeit noch ohne Ende für die Folge. Das ist sehr schön. Ich gucke da auch immer ständig rein, was soweit sein wird. Pipi-Blümchen. Jetzt haben wir schon, guck mal, 5 Stück Pipi-Blumen, die haben wir sowieso ohne Ende. Und die ersten 3 Aloes sind eingelagert. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Alle Kisten auf dem Floß, die noch voll sind. Ja, man merkt schon, wie die Teile so nachladen ein bisschen.
Ich stehe auf unser Floß. Ich stehe auf unser Floß. Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. So. Also, da ist was drin. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Hier muss natürlich dann wieder was drauf. Kommt mit. Wir haben noch Platz frei ohne Ende. Die kann bleiben. Die ist leer. Den kann ich mir vielleicht so nehmen, weil irgendwo waren noch welche. Die ist leer, die ist leer, die ist leer. Hier ist noch ein Platz frei. Da ist ein Platz frei. Das ist der Haifisch, der gerade hier schuckt. Okay. Da war überall was drin. Ne? Okay, jetzt geht's um ein Ding. Dann mache ich den Bauhammer rein. So. Also, jetzt sind nur noch leere Kisten drauf. Ist das der Hammer? Und wir können hier uns bewegen. Wie Hackerder. Jetzt müsste eigentlich der Haifisch uns zeigen, dass das scheiße ist, weil er das immer noch umschmeißen kann. La 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 la. Ich freue mich so, wenn wir jetzt die Kisten dann gleich drauf machen. So, meine Lieben, jetzt pass auf. Ich bringe die mal hier hin. Ja, jetzt kommt bald ein bisschen Ordnung rein in die ganze Putze hier. So, ich würde aber auch sagen, dass es sich jetzt gelohnt hat. Wir speichern mal, damit wir... Und ich sollte mir eigentlich eine Sonnencreme machen, ne? Komm her, wir essen aber einen Brocken. Wir trinken. Gucken auf die Werte. Jetzt zittert es gerade nicht, weil der Haifisch da ist. Komm, trink noch einen Schluck. Holt er gleich wieder Wedel. Ja, das wird schon cool. Ich mache mir kurz eine Sonnencreme, glaube ich. Dann brauchen wir jetzt hier nicht im Schatten rumlaufen, weißt du? Dann können wir uns richtig austoben. 1, 2, 3, 4. Für die Sonnencreme brauchte ich eine leere... Ich habe, glaube ich, eine leere mitgenommen. Ich bin mir nur nicht sicher. Ich muss gucken. Kann das sein, dass ich hier rausgeschmissen habe? Dann mache ich uns kurz eine leere. Dafür brauche ich ein Seil. Irgendwo waren die drin. Hier ist ein Seil. Ein Seil. Und dann müsste ich normalerweise das hier bauen. Und ob ich noch eine Aloe Vera hier drin habe, weiß ich jetzt auch nicht. Doch, tatsächlich. Wir brauchen aber zwei, gell? Jo, dann hole ich uns oben eine. Wir bauen hier an. Da, da, dam, dam. Ihr kriegt auch ein schönes Regal noch. Dass das hier alles eine Richtigkeit hat, ne? Und zwar muss ich dafür hier rein. Eine geschnappt. Bäm. Und Katzen. Ah, just what I need. So, jetzt können wir speichern in aller Ruhe. Was war denn hier noch drin? Okay, nimm es mal mit da runter. Dass das alles wieder zusammen ist. Jetzt sollten wir überlegen, ob ich da hinten ausbaue, am Floß, oder ob wir uns doch die ersten Lager gönnen, dass ich innen drin schon mal Tapes wegräumen kann und Tools, die ich nicht so oft mitnehme. Macht, glaube ich, Sinn, gell? Ich speichere mal. So. Gespeichert. Das, weißt du, hier fährt ja nämlich noch alles in der Gegend rum. Die Brickmaschine geht aber vor. Wenn wir die verbaut haben, dann können wir Regale noch zimmern. Jetzt gucken wir mal, was die kostet. Und zwar muss ich da auf dieses Dings hier. Loom, Blank Station, die Furnace müssen wir noch irgendwann machen. Die brauchen wir aber nicht heute. Die Brick Station, die kostet uns 3 von den Blanken, siehst du? Fuel Still, die müssen wir auch noch bauen, die wird auch nochmal eine Kunstwägle. 3 Blanken brauche ich noch. Dann müssen wir jetzt 3 Strunks rausnehmen aus den Kisten. War das hier so angeordnet oder war das in Kisten drin, die jetzt gerade nicht angezeigt werden? 3 Strunks soll dir sein. Tag 35. Und wir erinnern uns, es gab auch schon Zwischenfälle. 1, 2, 3. So, 3 Blanken. Ist das nicht der Hammer, dass das einfach mal jetzt so geht? 1, 2, 3. So ist das, ich find's gut. Brickstation. 3x Clay. Das haben wir, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Wir gucken alles durch, bis wir irgendwann wissen, wo alles drin ist. Clay, ich glaube, Clay habe ich das letzte Mal mitgenommen. Kann auch sein, dass wir da nicht mehr so viel haben, wie ich mir jetzt wünsche. Alles durchgucken. Da ist nirgendwo Clay drin, hier auch nicht. Dann liegt er offensichtlich hier irgendwo rum. Ein Clay. Aber ein... Ah, da liegt er. 2, 3. So, die Brickstation kann gebaut werden. Kommen Sie mit. Stopp, ich brauche den Hammer wieder. Da ist er. Aber ich werde immer schneller, ne? Was ist mit dem Himmel heute los? Wo sind die Wolken hin?
Oh, ist es neblig? 6. November. Nebelwetter, beziehungsweise klimatisch wäre es bei uns schon möglich, dass neblig ist. Aber hier? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Farben sind weg, Leute. Bilde ich mir das nur ein? Ich muss mal ganz kurz ins Wasser hüpfen gleich. Die Brickstation wollten wir bauen. Und die kommt meines Erachtens jetzt einfach mal hoch. Dass wir endlich oben mal ein Tool haben. Hier ist wieder der Superbug, aber der juckt mich jetzt nicht. Ich will das Ding bauen. Ist das die Brickstation? Ist das alles? Da haben wir ja größere Bugs wie Brickstation. Tatsächlich. Ne, Leder. Aus was mache ich denn bitte jetzt gerade Leder hier? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, dass ich... Leute, irgendwie sind die Farben weg, ne? Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich nehme mal dieses Clay raus. Ich weiß nicht, wie viel. Da liegen 4 Stück, aber 4 müssten eigentlich reichen für ein Brick, oder? Wir werden es erleben. Irgendwas stimmt mit den Farben nicht. Ich bin gespannt, ob das Wetter nochmal umschlägt. Wir sehen hier auch nichts, ne? Aber... Hätte ich keinen Sandblocker gebraucht bei dem Wetter. Vielleicht hat sich irgendwas verstellt. Wir machen jetzt einfach mal so weiter, angucken kann man es ja trotzdem noch. Ob der das Leder dann sieht, dass ich das dann jetzt hier einfach machen kann? Hä? Aha. Da stimmt aber was nicht. Ich schmeiß die Sachen mal raus jetzt. Vielleicht brauche ich auch einen mehr oder so. Ne? Da stimmt irgendwas nicht. Gut, ich habe das Rezept auch nicht im Kopf. Also falls man da noch was anderes braucht, von dem ich jetzt nur nichts weiß. Hier geht jetzt nichts. Na komisch, aber hier? Hier sagt er mir das mit dem Leder. Und ich vermute einfach, weil das Leder hier rumliegt. Da vorne hier, das da. Also gut. Was nicht bei dem Spiel. Ich muss gleich nachgucken nach der Folge, Leute. Ich bastel jetzt nicht zwischendrin rum, aber ihr seht es ja selber, ne? Dass da irgendwie die Farben weg sind. Vielleicht haben wir auch schon zu viel am Start hier. Ich weiß nicht, ob das Spiel... Müsst ihr mal vielleicht eure Erfahrungswerte teilen, wenn ihr wollt. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon aufgibt, oder? Das wäre echt traurig. Dann werden wir umsteigen auf komplettes Floß. So, ich will mal eben was schauen. Wir hatten doch hier auch einen Stein, den ich abbauen kann. So, dele, komodele. Wo war der? Der da ist es, aber das ist eher Stein, glaube ich. Nicht, dass das Clay ist. Ne? Und was kommt raus? Rock. Okay, ist nur Rock, Leute. Dann schauen wir mal eben. War das hier? War das hier auf dieser Insel, wo wir Clay im Wasser hatten? Ach Gott, Schweinle lebt noch. Unser Meerschweinle ist noch da. Nimm den mit. Servusle. Günder. Blutwurz. Goigtaler, ne? So, jetzt pass auf. Ich schwimme das mal hier ab. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass hier ein Fisch war. Ein ziemlich großer Fisch. Kann schon... Oh, scheiße. Der ist uns mit rüber geflogen, oder? Oder geschwommen. Da ist der Hammerhai, Leute. Da ist der Herr Hammerhai, ja, da werde ich mir wahrscheinlich ein kleines Jagdründle mal demnächst organisieren hier, ne? Geh nicht ins Wasser, Digga, da ist ein riesengroßer Fisch. Zieh dir das rein da. Aha. Gut zu wissen, oh, ist der schnell. Ja, da gucke ich mal, da baue ich uns ein paar von den Speargun-Dingern. Beziehungsweise eigentlich sollte man Speere bauen, die sind effektiver gewesen. Okay, also mit Clay muss ich noch üben. Da liegt auch noch Stoff rum. Vielleicht liegt es aber auch in der Experimental-Version, Leute. Nein, nicht so sicher gerade. Ne? Als ob die Farben weg wären. Okay. Ja,
Was mit der Kartoffel ist die schon? Na, die kommt so langsam, glaube ich. So, Leute, dann passt mal auf. Dann gönnen wir uns jetzt noch ein paar Bricks, ein paar Regale für innen drin, dass ich schon mal ein bisschen was wegräumen kann auch. Und zwar brauchen wir dann die Strunks. Und zwar einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn wir sechs Stück nehmen, dann können wir zwei Regale bauen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt kurz Planken. Das kannst du auch hier lassen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das ist doch cool. Die ersten Regale. Wir setzen natürlich vorne an. So. Ich würde sie hier gerne hinsetzen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich kann jetzt hier auch. Das ist ja witzig, aber ich müsste das anders machen. So, so. Und dann so. Ich kann sie jetzt natürlich so setzen. Ich kann sie aber auch so setzen. Da würde ich dann zwei Stück hinkriegen, ne? Ich setze sie so um. Ich setze sie so um. Und mache mir hier pro Foundation zwei Stück hin. Gut, jetzt brauche ich drei Kisten. Vielleicht habe ich die Wolken, aber ich habe sie nicht ausgemacht. Jetzt kommt auch ein bisschen das Licht gerade wieder zurück, gell? Dann ist es einfach nur wirklich neblig gewesen, denke ich mal. So verdüstert irgendwie. So, was nehme ich denn jetzt für Kisten? Am liebsten hätte ich ja zwei leere. Die da... Die drei, wir brauchen einen Haufen leere Kisten. Die da. Die da ist ein Regal. Die da unten noch. Das ist geil. Da haben wir noch mehr Holz. Sehr geil. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Doch, die kann man auch mitnehmen. Weil Steine brauche ich im Moment nicht. Guck mal, jetzt ist der Haifisch hier auch an Land. Ja, ist halt ein Early Access. Ich denke, das wird noch glatt gezogen. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht aber auch nicht. Dann glitscht er halt hier unter der Insel rum. Ist ja sein Problem. So, meine Lieben. Letzte Amtshandlungen für heute. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann kommst du von hier und dann siehst du es auch wunderschön. Dann hole ich jetzt gleich den Labeler. Und dann fangen wir an mit... Da kommen überall Steine rein. Dann machen wir hier zwei Steinkisten schon mal. Die können wir auch gleich labeln. So habe ich es mir auch vorgestellt in etwa. Natürlich müssen wir da noch zubauen irgendwann. Das kommt alles noch auf uns zu. Doch, jetzt sind die Wolken wieder da. Ich glaube, das war nur ein Nebeltag, oder? Dann haben sie aber den Nebel für meine Verhältnisse noch nicht gut umgesetzt. Oder weil ich jetzt Sachen... Ne, es ist wieder so, wie ich es kenne. Ne, so kleine Quellwölkchen. Ich glaube, es sollte tristes Wetter dargestellt haben gerade. Hat mich tierisch wundert ist. So, hier haben wir noch die Möglichkeit, Sachen zu machen. Ist gut. Den Labeler, den haben wir mit Sicherheit nicht wieder eingeräumt. Der fährt bestimmt am Strand rum. Guck mal, zum Beispiel Tape. Für Tape kann ich auf jeden Fall auch eine Kiste machen. Da ist nochmal der Kollege Stein. Wir haben ja gesagt, es gibt eine Steinkiste jetzt. So, der Labeler müsste dann da vorne irgendwo rumliegen. Hier sind nochmal Blumen. Hier ist er auch nicht. Ich weiß, dass wir 10 Labeler hatten. Jetzt sehe ich keinen einzigen mehr. Doch, da ist er. So, Labeler. Labeler, Mabler. Komm, gehen wir nochmal rein. Jetzt kriege ich gerade schon wieder Bock weiterzumachen. Jetzt, wo die Sonne da ist und jetzt, wo so langsam der blaue Himmel wieder da ist, der hat mir jetzt gerade tierisch gefehlt. So, meine Lieben. Naja, ich muss mal noch die Einstellungen checken wegen dem Bug und dann ist gut, oder? Das wird schon... Also mich persönlich stört es gar nicht. Man entschuldigt sich immer automatisch so ein ganz kleines bisschen, weil man ja was Schönes zeigen will hier, ne? So. Also, wie heißt das Ganze? Tappe. Ich nenne es einfach Tape, ne? Da weiß ich ja, was ich meine. So, Tape. Das war super. Das war super. Nochmal.
So, jetzt Tape. Dann wissen wir, meine Lieben, hier ist Tape drin. Hier würde ich sagen, Stein. Und hier auch. Das ist gut. So, dann sind hier Steine eingelagert, da ist Tape eingelagert. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, ich würde sagen, hier unten machen wir auch nochmal Steine rein. Das gibt halt einfach unser Steinregal. So, Dele. Dann ist das schon mal erledigt. Stein, Stein, Stein. So soll es sein. Und jetzt habe ich natürlich folgende Frage. Wenn ich da hinten noch eine Wand reinziehen will, und das wäre cool. Ich habe nämlich noch eine Wand gefunden. Vielleicht haben wir noch eine übrig gehabt. Müssen wir kurz gucken. Wenn ich eine Wand reinziehen will, brauche ich zwei. Wenn ich eine mit dem Fenster reinziehen will, brauche ich eine. Wir können uns nochmal so corrugated Ding aufbauen, Leute. Dann ist das auch schon zu hier. Ja, guck mal, jetzt ist es wieder unser Spiel. Jetzt bist du wieder unser Spiel. Hast du gut gemacht, Spiel. So, wo habe ich denn das Ding gehabt? Ach, was sehen meine Eugis? Warum seid ihr nicht im Regal? Warum seid ihr nicht im Regal drin? Für was habe ich ein Lager hier gebaut? War denn dieses Weltdach? Hier ist es. Bämsle. Nochmal ganz kurz durchgucken. Oh, was ich auch noch probieren will. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Die Zeit nehmen wir uns. Ich will nur kurz ein bisschen den Stein schön wegräumen. Und ganz klar hier die letzte Fensterfront reinbasteln. Und zwar die da. Schön. Schön ist auch, dass ich sie bauen kann, obwohl das Ding schon drauf war oben, die Decke. Das ist cool. Mein kleines Angler-Lagerhütli hier. Babs. Ja, jetzt sind die Farben wieder zurück. Ich sehe es. Spiel gut gemacht, Spiel gut. Bisschen enttäuscht bin ich von der Brickmaschine. Die scheint mir so winzig-minzig. Sag mal, die ganzen Tools hier, weißt du? Die können wir alle wegräumen. Okay, du bist vollgeladen. Machst du dir hier weh? Nö. Jetzt muss ich doch gucken. Die Steine habe ich nicht weggeräumt. Mir ist alles gut. So, meine Lieben. Wir haben hier aber Stein. Hatten wir nicht zwei Kisten mit Steinen gerade? Offensichtlich sind hier keine mehr drin. Hab sie bestimmt wieder ausgeräumt aus Versehen. Hey, wir kriegen langsam Ordnung rein, oder? La 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 la. Genau, was ich noch probieren wollte. Und zwar habe ich irgendwo hier gesehen, ich meine, das habe ich aber auch in den Kommis schon mal gelesen, den Hook. Wenn wir zwei Sticks haben, da liegen sie. Wenn ich so einen Haken baue, müsste ich mir mal angucken, wie der aussieht. Vielleicht können wir mit dem Haken, Leute, die Lampen aufhängen. Oder einen Wilzen. Das sind tatsächlich Häkchen, ne? Ja, tatsächlich. An die Decke geht er nicht. Aber an die Wand, ne? Hier. So. Und jetzt probiere ich einmal... Warte mal, wir hatten doch hier eine Lampe. Tatsächlich kann die Lampe hinhängen. Kann ich den Wilzen da vielleicht hinhängen? An den Haken? Ich habe Angst, dass mir der irgendwann wegkullert, ne? Wilson, wo bist du? Ich glaube, der war hier drin. Nee. Dann da. Nee, hä? Ich will das immer nur merken können. Hier waren auf jeden Fall noch Bretter drin. Das ist sehr gut, dass wir da noch welche haben. Und war er nicht. Hier war er auch nicht. Hier ist er. Räumen wir auch gleich weg. Merkst du, jetzt kommt langsam Ordnung rein. Oh, und einen Schrank nehme ich mir jetzt gleich für Waffen. Bogen. Wir nehmen uns einen Schrank für den Bogen. Pass mal auf, den nehme ich gleich mit. Ja, ich will erst den Wilson probieren. Guck mal, guck mal, guck mal. Hier noch ein Haken, hier noch ein Licht und da ist das Ding ausgeleuchtet, oder? Press E to pick up. Den Wilson kann ich hier leider nicht hinmachen. Aber ist nicht so schlimm. Den Wilson kann ich nämlich wahrscheinlich hier einfach hinlegen. Und dann drehe ich mir den... Oder kann ich den auf ein Regal? Das wäre natürlich auch geil. Ich habe nur Angst, dass er mir ins Wasser fliegt und weg ist. Erinnert mich jetzt auch noch an den Film. Nee, ich mache ihn lieber da hinten hin. Erstmal. Vorläufig. Digga, wenn ich dich so...
ganz sachte hier. Ich will noch was sehen. Ja, pass auf. Ich lüpfe den einfach hier mal an. So. Und dann drehe ich ihn nochmal wieder hin. Und jetzt nehme ich ihn oben. Na? Ja, so halbwegs. Wenn ich ihn jetzt hier so absetze, wenn er so bleiben wird, ist kein Problem, ne? Ja, das passt schon. Ich brauche noch einen zweiten Haken und eine zweite Lampe jetzt hier, ist doch klar. Und zwar nehme ich die weg. Und für den zweiten Haken brauche ich nochmal zwei von den Teilen. Jetzt wird gegruschtelt bis zum Abwinken. Ich sehe das schon. Ich bräuchte noch zwei Sticks. Yeah, aber zwei, nicht einen. Komm schon. Wie jetzt kein Stick mehr? Spiel. Gut, kein Problem. Kein Problem, wenn es das so will. Ich mache uns Sticks. Ich mache uns so viele Haken, bis wir brechen. Das sind doch zwei. Sag mal, sausen da jetzt Fliegen um mich rum? Weil ich die Lampe habe? Ist ja eine krasse Geschichte. Leute, das ist doch totales Gegruschtel hier, oder? Absolut gut. Jetzt muss ich was probieren. Au, jetzt muss ich was probieren, Leute. Wenn ich... Schade. Schade. Das wäre natürlich jetzt Obermoba gewesen. Aber was ich natürlich auch noch probieren kann... Wenn ich mir bei Building eine halbe Mauer, die müsste dann normalerweise hier mit drin sein, kannst du nicht aufs Floß bauen. Hier wird es gehen, aber aufs Floß nicht. Das wäre jetzt cool gewesen, weil hätte ich nämlich tatsächlich mir hier eine Lampe hingehängt an den Haken. Gut, dann kommt der Haken dahin, wo ich ihn vorgesehen habe. So, pass auf. Einen Versuch will ich natürlich noch machen, aber das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr reinkriegen. Machen wir dann morgen. Einen Haken braucht man, einen zweiten, haben wir gesagt. Crafting. Hook. Eigentlich müsste der auf der Höhe zwischen den Front... Hier. Ist das geil. So. Natürlich muss man sich jetzt die Bugs erstmal wegdenken. Die sind ja dann auch später tatsächlich weg. So sieht es dann aus. Und oben wird es dasselbe. Hier werden wir natürlich weiterbauen. Also hier will ich zwei Elemente noch drauf haben. Schönes Dach. Kommt. Was jetzt natürlich absoluter Renner ist. Die ersten Regale sind da. Steine. Oh, ich wollte ein Bogenregal machen. Pass auf, wir holen die Taschenlampe nochmal kurz. Das machen wir jetzt eben. Das Regal ist ja schon da. Ich muss nur... Einmal die Kisten jetzt noch durchkleppern, kennt ihr ja schon von mir. Und nehme den Bogen. Drei Pfeile. Wir werden noch mehr Pfeile finden irgendwann, das ist klar. Wenn wir nicht noch sogar schon mehr eingesammelt haben irgendwo. Hier ist das Holzzeug drin, Bricks sind drin. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Pfeile nicht alle mit habe. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm, das kommt ja von alleine irgendwann wieder. So, gib mir eine Taschenlampe. Letzte Amtshandlung für heute. Wir werden natürlich auch die Werkzeuge wegräumen, die wir doppelt haben und so weiter und so fort. Oh, die Aloe Vera ist wieder gewachsen. Da machen wir heute einen Abschluss von der Folge. So. Pass auf. Stone, Stone, Stone ist klar. Tape. Vorläufig. Ich kann ja die Kisten hin und her tauschen, ne? Je weiter wir kommen, desto besser. Labeler geschnappt. Drauf und... Dann nenne ich das ganze Ding so, wie es gehört. Pfeil. Jetzt bin ich gespannt, ob die Taste geht. Bogen. Geile Geschichte. Nochmal kurz die Lampe. Pfeilbogen. Okay, das unten hat er nicht genommen. Dann will ich es auch nicht haben. Dann will ich es tatsächlich nochmal neu schreiben, indem ich das einfach so mache. Pfeilbogen. Und dieses Zeichen da hinten, das habe ich auch nicht bewusst. Bogen. Okay. Nochmal die Taschenlampe. Den Strich sieht man, ne? Ganz leicht, aber nur. So, meine Lieben, da räume ich jetzt hier ein, den Bogen. Die
Pfeile dazu und schon ist das auch aufgeräumt. Jetzt noch die Aloe Vera weggepackt und dann ist gut. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Schön mit den Haken und den Lämpchen. Man kriegt eine gewisse Ordnung rein hier, ne? Schön. Und Ordnung muss sein, das wissen wir. So, pass auf. Aloe Vera. Abgefarmt. Pipi. Abgefarmt. Die Kartoffel braucht noch ein bisschen. Die nächste Pipi-Blume hier eingeräumt. Die nächste Aloe Vera. Fünf Aloe Vera haben wir. Fünf. Und dann haben wir hier 6 Pipi-Blumen. So ist es. So sieht es bei uns aktuell aus, Leute. Ich freue mich auf die Runde morgen. Ich nehme an, dass wir morgen vielleicht hier nochmal eine halbe Folge gruscheln. Dann bereiten wir das Floß vor. Das heißt, wir räumen leere Kisten ein, Werkzeuge, Lampen, was wir so brauchen. Und dann geht es übermorgen on Tour, ne? Vielleicht kriegen wir ja morgen da noch ein bisschen was mit Bricks aufgebaut. Weil, wie ihr seht, haben wir nämlich noch ein paar übrig. Und ich habe auch noch ein paar von der Insel wieder mitgebracht. Wenn ich richtig liege. Ein Haufen Werkzeuge haben wir mittlerweile. Ich konnte mal wieder nichts liegen lassen. Hier haben wir noch Stümpfe. Hier, ne? Da kann ich jetzt hier 1, 2, 3, 4. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Material zum Bauen. Hier auch nochmal, hast du gesehen? Also hier haben wir nochmal eine Bricks-Kiste. Und ja, pack das damit an. So, hier noch das Seil dazu. Den kann man da auch reinmachen, dann ist sauber. Und die da... Huch, Kanzel. Kanzel, ihr wollt eigentlich nicht mit der Maschine, ihr wollt nämlich eigentlich mit der Hand die untere Kisten rauszahlen. Drehen wir mal die rum. So, hier sind unsere Brixeln. Dann wissen wir das morgen. Alter, zwing dich mal aus einem Spiel, wenn du Spaß hast, ne? So, die zwei Sachen sind dann leer. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, bis morgen, meine Lieben.